Hallo Leute, Mr.NET ist wieder hier mit einem weiteren Pattern, und zwar heute geht es um das Pattern, die Abstract Factory. Im vorherigen Video habe ich die Factory Method erklärt und heute möchte ich die Erweiterung dieses Patterns in diesem Video erklären. Um zu erklären, wann wir die Factory oder die Abstract Factory verwenden, habe ich hier ein kleines Diagramm. Wir sehen hier zwei Interfaces. Eins für das Produkt A, eins für das Produkt B. Und jedes dieses Interface wird von mindestens einem konkreten Produkt implementiert. Und normalerweise könnte ich jetzt da als Client mit jeweils einer Factory Method für das Produkt A mir ein konkretes Produkt A erstellen oder mit einer anderen Factory Method ein konkretes Produkt B erstellen. Wenn jetzt beispielsweise weitere konkrete Produkte hinzukommen, konkretes Produkt A2, das hier wäre dann konkretes Produkt A1 und auch vom konkreten Produkt B kommt ein weiteres konkretes Produkt hinzu, das natürlich auch dieses Interface implementiert. Genauso wie konkretes Produkt B2 auch dieses Interface hier implementiert. Und jetzt kann es sein, dass zum Beispiel nur Produkt A1 mit konkret Produkt B1 auftreten können. Also A1 nur mit B1 und A2 nur mit B2. Das heißt, ich müsste mir als Client jetzt Gedanken machen, welches konkretes Produkt ich eigentlich erstelle. Und um dieses Problem zu lösen, implementiere ich einfach die Abstract Factory, die mir anstatt der Factory-Methode nicht nur ein Produkttyp zurückgibt, sondern beliebig viele. Das heißt, hier würde die Concrete Factory 1 mir die Möglichkeit geben, ein konkretes Produkt A1 zu erzeugen und ein konkretes Produkt B1. Eine andere Factory Method oder eine andere Concrete Factory 2 in diesem Fall könnte hier ein konkretes Produkt A2 erstellen und ein konkretes Produkt B2. Sehen wir uns das Ganze im Source Code an. Dazu benötige ich zuerst ein Interface mit dem Namen Product A, das einfach eine Methode implementiert vom Typ String als Rückgabewert, getName. Dann brauche ich noch zwei Klassen. Concrete Product A underline 1, das natürlich dieses Interface implementiert und auch die Methoden hier. Return, hier geben wir einfach einen String zurück mit dem Namen Product A1. Danach benötige ich noch ein konkretes Produkt A2 und natürlich brauchen wir das Ganze nochmal mit einem Produkt B, sehr gut.
Das sind unsere Produkte, die wir benötigen. Jetzt da benötige ich noch Public Interface, die Abstract, Factory. Und diese bietet mir eine Methode an, die mir ein Produkt vom Typ A zurück gibt, mittels create product A und natürlich noch eine zweite Methode, die mir ein Produkt vom Typ B zurückgibt. Und jetzt brauche ich nur noch die konkreten Factories. Concrete Factory. Diese heißen jetzt nicht A und B, sondern ich nenne sie 1 und 2, weil sie ja vom Produkt A das 1er Produkt zurückgeben und vom Produkt B auch das 1er Produkt. Dieses implementiert die Abstract Factory. Hier die beiden Methoden. Einmal Produkt A return new concrete product underline A1. Hier wird natürlich ein B1 erstellt. Jetzt kopiere ich mir das Ganze nochmal, weil wir eine zweite konkrete Factory brauchen. Nummer 2, die mir hier natürlich auch die Produkte vom Typ 2 erstellt. So, das ist jetzt alles, was ich für die Abstract Factory benötige. Ich zeige das Ganze noch in der Konsole, indem ich mir hier eine Instanz der Abstract Factory New Concrete Factory 1 erstelle. Das hier ist meine Underline 1 Factory. Das hier ist dann Underline 2 Factory. Console.WriteLine. Und jetzt rufen wir. Nein, auch nicht. Product. 1a ist gleich Abstract Factory Create Product A. Hier erstelle ich mir einfach ein Produkt 1a. Hier erstelle ich mir ein Produkt B, indem ich die beiden Methoden der Abstract Factory Underline 1 nutze. Hier erstelle ich mir natürlich ein Produkt 2 meiner zweiten Factory. Und diese Produkte gebe ich mir hier jetzt einfach aus, indem ich die Methode getName ausgebe, die mir dann hier den jeweiligen Namen des Produktes zurückgibt. Obwohl das hier Produkt B1 ist und das hier Produkt B2. So. Das Ganze noch viermal, weil wir vier verschiedene Produkte haben. B 2a und 2b. Gut, das Ganze starte ich jetzt. Wir sehen Produkt A1, Produkt B1, Produkt A2 und Produkt B2. Man sieht es hier, Abstract Factory 1 erstellt mir ein Produkt A und ein Produkt B. Das sind die beiden hier oben. Und Abstract Factory 2 erstellt mir ein Produkt A und ein Produkt B der Nummer 2. Gut. Das ist eigentlich schon alles, was ich über die Abstract Factory zu sagen habe. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, dass ich weitere Videos für euch erstellen kann. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal und tschüss!